So Leute, und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Spieltagsbericht von mir. Joa, ich war beim Spiel, ich schalte euch mal kurz rüber, Kickers gegen Koblenz, Vlog ist schon auf dem Kanal. Ich habe das Video hier auch schon mal gemacht, aber leider wurde der Ton nicht aufgenommen. Ja, warum auch immer. Auf jeden Fall, ich war wie gesagt beim Spiel Kickers gegen Koblenz. 7:0 ist ausgegangen für die Kickers. Ja, es gibt nicht viel zu sagen beim Spieltagsbericht. Es war einfach unglaublich. Es gab nicht viele Torschüsse von Koblenz. Es war gut, einer wurde abgebrochen wegen dem Wetter. Ein Torschuss. Es war eine Ecke, die dann nicht zustande kam. Aber ja, das war dann auch schon irgendwie alles. Da gab es in der zweiten Hälfte noch einen Torschuss von Koblenz, aber sonst, die haben einfach, ja, nicht wirklich gut gespielt, es kam einfach nichts. Die Kickers haben überragend gespielt, ich habe 2-1 getippt, ich habe mir gedacht, komm, tippst du mal nicht 3-1, wie du eigentlich denkst, weil es eine neue Liga ist, andere Gegner und so, und ich wusste nicht, dass Koblenz übers Dingens aufgestiegen ist, übers Spiel gegen Groß Asbach. Koblenz hat jetzt 9 Gegentore. Ich habe die Tabelle vorher nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Kickers davor gewonnen haben, das erste Spiel. Wir sind jetzt bis Samstag Tabellenführer mit 6 Punkten und 8 Toren. Steinbach hat das eine Spiel 1-0 und das andere 2-0 gewonnen, wahrscheinlich. Muss ja so sein, aber naja, wie gesagt, sowas hätte ich nicht gerechnet. Wir haben noch ein paar schwierigere Gegner, wir haben noch Balingen, wir haben noch Aalen, wir haben noch Stuttgart 2, wir haben noch, ja gut, das war's eigentlich, weil Offenbach ist nicht mehr stark, Mainz 2 ist nicht mehr stark und Koblenz mit denen, die ich gedacht habe, dass sie wenigstens ein bisschen was können, die konnten halt alle nichts. Wie soll ich das sagen? Bis auf die Regenunterbrechung eigentlich nur Positives für die Kickers. Die haben einfach diese Euphorie des Aufstiegs haben sie einfach mitgenommen. Die mussten einfach, die konnten einfach, die haben einfach sich so gehypt gefühlt. Es war einfach so mega geil. Ich kann einfach nichts anderes dazu sagen. Es gibt einfach, wie gesagt, nicht viel mehr zu sagen als die überragende Leistung und die schlechte Leistung von Koblenz. Ich habe einen gesehen, der war relativ jung. Der hat sich warm gemacht, da wo ich gestanden habe. Von Koblenz, der hat dann auch gemeint, du kannst dich so nicht spielen lassen, du kannst dich so die frei rumlaufen lassen. Ich hab nur so halbwegs zugehört, der hat halt mega gemeckert über das Spiel. Und ich dachte mir, Junge, geh zu deinem Trainer und sag ihm, ey Trainer, beziehungsweise Spielertrainer, mach mal irgendwas, lass mich mal rein vielleicht. Es ist einfach nichts passiert. Ich glaube, er wurde dann sogar noch eingewechselt und hat auch nicht viel dazu beigetragen zum Spiel. Und ich mir auch nur dachte, okay, du bist jetzt im Spiel. Warum hast du gemeckert, wenn deine Leistung genauso scheiße ist wie die vom Rest vom Team? Was war jetzt los? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, ob er überhaupt drin war oder nicht. Und, ich habe dem auch nicht zugehört. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ihr alle scheiße seid, dann kann man halt nichts machen. Hast du Scheiße am Schuh, dann hast du Scheiße am Schuh. So ganz einfach. Da brauchst du dich nicht zu beschweren, dass deine Mannschaft kacke ist, wenn du selber nichts leistest. Du weißt, warum du nur Auswechselspieler bist und nicht Startelf. Freundchen. Also, ja. Da habe ich mir echt. Der direkt verwandelte Eckstoß, der war mega geil. Der war einfach göttlich. Der war einfach göttlich. Ich weiß nicht, es war Dickelhuber. War das der 45. plus 2 oder 45 plus 7? Einer von den beiden war es. Der war auf jeden Fall mega. Und ja, wir haben durch das Gewitter 15 Minuten Nachspielzeit gehabt. Alles easy, alles cool. Ja, ich will auch nicht so lange um den heißen Brei reden. War wie gesagt ein geiles Spiel. Es hat sich wieder mal bestätigt. Ich muss es immer wieder sagen, aber es hat sich wieder bestätigt. Wer nicht spielen kann, der fault. Koblenz. Ihr macht eure gelben Raute und den gelben Akzenten in eurem Wappen alle Ehre mit Gelb. Es gab gar nicht so viele gelbe Karten, wie ich gedacht habe, aber, ne? Will ja nichts sagen, aber... Hier eine gelbe für Koblenz.
Da zwei gelbe, da eine gelbe für Koblenz, gut, die eine für Kickers, okay, ja, passiert. Noch eine gelbe für Koblenz, also direkt nach dem Tor, in der 12. Minute. Also, ja, wie gesagt, dass da nicht noch ein, zwei mehr gefallen sind für Koblenz, das war ein bisschen, ne? Das musste ja, oder ne. Wie soll ich sagen, das war noch nett vom Schiedsrichter, dass da nicht ein, zwei mehr gefallen sind, also. Ja, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, Koblenz, aber so bleibt ihr nicht in der Liga. So werdet ihr gleich wieder absteigen. Das war ja überhaupt nichts. Aber wie gesagt, ich will nicht um den heißen Brei wieder drum reden. Einfach alles, was es zu sagen gibt, wurde gesagt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder oder beim nächsten, allgemein beim nächsten Spiel und alles wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Bleibt alle schön knusprig und gute Nacht.